Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Endlich mal wieder. Ich stehe hier gerade in meinem Studio und da ist alles soweit wieder schick. Ihr habt es ja sicher mitbekommen, Wasserschaden unter Estrichtrocknung und so weiter. Hässliche Wasserränder an den Wänden, Löcher im Vinylboden und das wurde alles wieder gefixt und ausgebessert. Ich werde in einem anderen Video da auch nochmal drauf eingehen, auch wie ich hier diesen Klick-Vinylboden, der schwimmend verlegt ist, ausgebessert habe. War gar nicht so einfach. Das Thema Versicherung ist leider noch offen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es ist alles nicht so ganz einfach. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal nochmal was zu erzählen. Aber erstmal müssen wir da noch schauen. Heute soll es um was ganz anderes gehen. Wir haben im Grunde zwei Themen. Zum einen das Thema Treppe. Wir haben die Bautreppe im Haus, die mein Opa gebaut hat. Und das ist wirklich für eine Bautreppe auf jeden Fall schon mal ein ganz solides Dingen. Und die finale Treppe wird zeitnah nicht kommen. Ganz einfach, super teuer und wir haben noch so viele andere Projekte, die für uns wichtiger sind. Ich möchte im Garten was anfangen. Wir brauchen hier noch so eine Stützmauer, die auch schon, ja, vielleicht nicht ganz fünfstellig, aber sehr, sehr teuer wird für diesen riesen Lichthof hier unten. Dann Photovoltaik möchte ich super gerne zeitnah umsetzen. Und das sind einfach so Projekte, die sind für uns von der Priorität wichtiger als die Treppe, weil die funktioniert so weiter, ist alles gut. Und deswegen machen wir einfach so die Treppe, wie sie jetzt ist, für wenig Geld ein bisschen schicker. Bin ich sehr gespannt drauf. Und das zweite Thema, lange überfällig eigentlich schon, aber wir sprechen mal über Rauchmelder. Dazu dann später mehr. Vor einer ganzen Weile hatte ich ja schon mal hier das Treppengeländer schwarz lackiert und das hat optisch schon einen riesen Unterschied gemacht. Aber den Rest, den habe ich halt erstmal so gelassen. Das heißt hier diese, nennen wir es mal Wangen von der eigentlichen Treppe. Das ist noch dieser verrostete Stahl-Look. Kann man mögen oder auch nicht, ich weiß nicht. Ich finde es in schwarz auf jeden Fall geiler, da bin ich mir sicher. Und deswegen werden wir das auch alles noch schwarz machen. Und im gleichen Zug, da müssen die Stufen halt eh alle einmal runter, will ich eigentlich diese Teppichstufen wieder loswerden. Das war jetzt so für den Moment ganz cool, vor allem auch, weil die Bretter ja vom Zustand geht so geil sind. Da ist halt in der Bauphase auch viel Mist draufgekommen. Und dementsprechend, ich wollte die damals nicht alle schleifen, darum haben wir einfach diese Stufen drauf gemacht erstmal und es war gut. Die lösen sich aber teilweise ab, man hat ständig irgendwelche Haare, unter anderem auch von Manni und so weiter da dranhängen und die kriegt man auch ganz, ganz schlecht wieder weg, weil die an den Klebeflächen festpappen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen die Klebestufen oder die Teppichstufen einfach wieder ab und schleifen halt die Bretter. Ich habe das hier unten schon mal ausprobiert, so sieht das dann grob aus. Da habe ich dann auch die Schraubenköpfe einmal schwarz lackiert, dann passt das wieder sehr, sehr geil zum Rest. Das habe ich bei der unteren Stufe noch nicht gemacht, aber das werde ich dann auch bei allen machen. Jetzt ist die Sache die, die Dinger zu schleifen, dauert ziemlich lange und man hat auch einen hohen Verschleiß von dem Schleifpapier. Und jetzt haben wir die Möglichkeit durch einen bekannten Tischler, dass wir die einfach einmal durch so einen stationären Hobel, dicken Hobel heißt das Ding, glaube ich, durchschieben können. Das heißt, ich werde die alle morgen früh abmontieren und dann werden die da einmal durchgeschoben. Dann sollten die wieder ziemlich cool aussehen. Dann mache ich noch so ein paar Feinarbeiten wahrscheinlich, nochmal leicht vielleicht die Kanten schleifen oder so. Mal gucken. Und dann sollte das eigentlich ziemlich cool aussehen. Hier unten, da war ja so eine USB-Platte, auch jetzt nicht super schick. Da habe ich hier schon so eine MDF-Platte aus dem Baumarkt geholt. Ja, hat so ein Eiche-Muster. Ich hatte mir das Muster an sich noch etwas cooler vorgestellt, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als diese USB-Platte. Und was auch ein riesen Improvement ist, die war am Quietschen wie sonst was. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, da ist quasi gar nichts mehr. Im Grunde ist das Ding hier vorne, also die USB-Platte, ist hier vorne an die Fliesenschiene gekommen. Und deswegen hat das immer so gequietscht, das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Aber das haben wir leicht behoben. Am nächsten Tag. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich ungewohnt und ich fahre jetzt mit den ganzen Stufen zum Tischler. Letztendlich hat dann doch alles wieder ein bisschen länger gedauert als gedacht, wie das immer so ist, aber ich zeige euch jetzt das fertige Ergebnis. So sieht unsere, in Anführungsstrichen, Bautreppe jetzt aus und ich bin wirklich unglaublich zufrieden. Die Wand wird bald endlich gemacht. Ich habe es schon zwei, drei Mal in Videos gesagt, aber jetzt haben wir quasi einen Termin. Da kommt ja noch eine Art Spachteltechnik in irgendeiner Art und Weise drauf, aber dazu später mehr. Und die Treppe, also ey, keine Ahnung. Erstmal, dass jetzt alles schwarz ist und dieser ganze verrostete Stahl nicht mehr sichtbar ist, das macht, finde ich, schon sehr, sehr viel aus. Und dann hätte ich auch nicht erwartet, ich gehe mal drauf, dass man die Stufen
so gut wieder hinbekommt. Die wurden jetzt tatsächlich nicht gehobelt, wie es eigentlich geplant war, sondern wurden auch geschliffen. Es war einfach zu viel Mist noch auf den alten Stufen, also irgendwelche Schweißreste und solche Geschichten. Das hätte man dann sowieso einmal abschleifen müssen, damit man den Hobel dann nicht beschädigt, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall sieht das doch wohl wirklich richtig gut aus. Natürlich, es sind wirklich alte Bohlen, also die sind jetzt nicht alle unfassbar perfekt oder so, aber ich finde für das, was es ist, so eine provisorische Treppe, sieht das super geil aus und ja, viel besser als vorher. Auch gerade so noch hier mit den schwarzen Bolzen, ne, so die Details halt. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Treppe haltet. Die wird, wie gesagt, so 2-3 Jahre wahrscheinlich jetzt noch drin bleiben. Aber bis dahin haben wir jetzt, denke ich, eine sehr, sehr schicke provisorische Treppe. Ich bin gerade noch mal ein paar alte Fotos aus der Bauphase und nach unserem Einzug durchgegangen, weil es mich selber auch noch mal interessiert hat, so ein bisschen hier die einzelnen Evolutionsstufen der Treppe sozusagen zu sehen. Und ja, schauen wir mal kurz rein. So sah die ganz am Anfang aus. Dann, in den folgenden Monaten, ist es eher schlimmer geworden, weil am Anfang war sie noch der Witterung ausgesetzt. Dann kamen natürlich hier die ganzen Arbeiten, Putz, Farbe und so weiter. Und dann, nach unserem Einzug, ein bisschen sauber gemacht und die Teppichstufen drauf, bis hin zum aktuellen Stand. Also, ich denke, das ist doch eine ganz gute Entwicklung. Eine Sache, die wir schon längst hätten angehen müssen, sind Rauchmelder. Die sind zwar im Eigenheim, glaube ich, keine Pflicht, im Gegensatz zu einer Mietwohnung, aber sie können halt potenziell Leben retten und deswegen wollen wir natürlich auf jeden Fall welche haben. Und da haben wir uns ein bisschen schwer getan bei der Auswahl, weil wir drei Kriterien hatten, die für uns wichtig waren. Erstens, die müssen vernetzt sein. Wenn also hier im Keller irgendwas passiert, im Studio zum Beispiel mit der ganzen Technik und ich liege oben im Schlafzimmer bei einem normalen Rauchmelder, der dann hier unten rumpiept, bis ich das da oben bemerke mit vielleicht noch geschlossener Tür, ist wahrscheinlich schon alles zu spät. Deswegen ganz wichtig, auf jeden Fall eine Vernetzung aller Rauchmelder. Punkt 2, ich möchte gerne eine Push-Nachricht aufs Handy bekommen. Wenn ich nicht da bin und hier passiert irgendwas, egal ob es wirklich ein Alarm oder ein Fehlalarm oder so ist, dann will ich das mitbekommen, um zur Not dann vielleicht jemandem Bescheid zu sagen oder vielleicht bin ich ja in der Nähe oder so. Und Punkt 3, schwang so ein bisschen mit, ist jetzt nicht unfassbar wichtig, aber man hat halt jetzt alles nach unserem Geschmack so sehr schick eingerichtet. Schöne Lampen, schöne Einbauspots und so weiter. Und da wollte ich jetzt auch nicht so, ja, unfassbar hässliche Rauchmelder haben, sage ich mal ganz ehrlich. Also viele sind ja im Design sehr klobig und sehr altbacken und das fand ich jetzt nicht so geil. Deswegen haben wir uns für die hier entschieden. Die sind von der Firma Xsense. Ich habe die bei MyDeals, glaube ich, das erste Mal gesehen, weil die im Angebot waren. Kauft man meistens über Amazon. Und ich muss wirklich sagen, ich finde vom generellen Design, von den Features und vom Preis ist das eine krasse Nummer. Oben steht Werbung, es ist eine Kooperation, die haben mich kurz darauf kontaktiert. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen blöd oder ein bisschen unglaubwürdig, wenn man das so sagt, aber es ist halt so. Ich hätte die auch so gekauft, aber auf jeden Fall ist es halt jetzt eine Zusammenarbeit. Und die hängen jetzt bei uns seit ungefähr 7 oder 8 Monaten. Ich glaube, wir haben sie im Herbst, September, Oktober, so die Ecke, haben wir die installiert an der Decke. Ja, wie ich bisher so zufrieden bin, was die können, was man bekommt und so weiter und was die kosten, das gucken wir uns mal kurz an. Vielleicht fangen wir direkt auch mit dem Preis an, denn das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Jeder, der sich da schon mal so ein bisschen umgeschaut hat, weiß, dass vernetzte Rauchmelder, insbesondere wenn die noch ein paar Features haben sollen, wie zum Beispiel eben die Push-Nachricht aufs Handy oder eine App oder sogar eine HomeKit-Integration, dass die verdammt teuer sein können. Also mit HomeKit sind die meistens im dreistelligen Bereich pro Melder. Das wollte ich auf keinen Fall ausgeben. Und hier ist es so, Normalpreis für das Set 130 Euro. Die sind oft im Angebot für so 110, 115 Euro mit der Basisstation. Die sieht so aus, ein relativ kleines, niedliches Dingen. Kriegt man auf jeden Fall gut unter. Dann haben wir hier natürlich noch ein Netzteil. Wir haben ganz normal hier so ein USB-Netzteil mit entsprechendem Kabel. Und wenn wir das Ganze zur Seite nehmen, 6 Melder mit Montagematerial. 2 Dübel, 2 Schrauben, Standardkram und ja, so sieht dann der Melder aus. Wie ich finde, für einen Rauchmelder ein ganz schickes, dezentes Design, ein sehr kleiner Durchmesser, dafür gut in der Höhe, bauen sie so ein bisschen auf, aber alles in allem eigentlich ein schickes Modell. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, 6 Stück von den Meldern, Montagematerial, Basisstation für 100 bis 120 Euro. Das ist meiner Meinung nach echt ein fairer Deal.
Die Einrichtung ist super einfach, man muss sich nur die XSense-App runterladen, stöpselt die Basisstation ein und dann kommt da schon so ein Setup-Assistent. Schritt für Schritt wird man da durchgeführt, per WLAN verbinden und einen Account erstellen und so weiter. Dann ja, ist das im Prinzip alles schon fertig. Die Rauchmelder hinzufügen geht auch ganz fix. Im Grunde immer mit ja einmal in der App anklicken und dann auf den Melder bestätigen. Schon ist er drin. Ich habe jetzt hier halt 6 Stück, wie gesagt, seit so ungefähr 7 oder 8 Monaten. Und bisher keine Fehlalarme. Jeder Test hat jederzeit funktioniert. Also man kann ja über die App jeden Melder testen. Man kann im Fall der Fälle auch in der App die Melder zum Beispiel stumm schalten, dass man nicht immer mit einer Leiter dann hochkraxeln muss, wenn da mal irgendwas ist. Man kann hier die Akkustände sehen. Allgemein muss ich sagen, ist das sehr schön aufgebaut, sehr übersichtlich. Man kann weitere Familienmitglieder hinzufügen, dass auch die darauf Zugriff haben. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ihr könnt euch nicht nur Benachrichtigungen einstellen, wenn jetzt was auslöst, sondern ihr könnt auch kritische Benachrichtigungen nutzen. Selbst wenn euer Handy stumm ist oder nicht störend aktiv ist, kommt diese Meldung durch mit Signalton, weil das Ganze natürlich eine enorme Wichtigkeit hat. Ja, was ist sonst noch wichtig? Die Teile sind TÜV-zertifiziert, der Signalton ist wirklich laut, den hört man auf jeden Fall, vor allem natürlich auch, weil die Dinger vernetzt sind. Wenn ihr mal kein WLAN habt, also das fällt irgendwie aus oder so, dann funktioniert die Vernetzung trotzdem, solange die Melder in Reichweite sind, was in einem normalen Haus aber kein Problem ist. Also ich muss echt sagen, ich bin rundum zufrieden. Wenn ich mir eine Sache wünschen müsste, dann wäre eine zweite Montagemöglichkeit, die halt beiliegt, über so ein klebbares Magnetpad oder sowas ganz cool. Gibt's ja auch. Aber ansonsten fällt mir nichts ein. Bisher sehr zufrieden. Gute Sache. Ich blende euch hier nochmal den Rabattcode ein. Ist in der Beschreibung alles auch ja verlinkt und beschrieben. Checkt das Ganze mal ab. Unser Maler war gerade da und hat uns hier so eine Musterplatte vorbeigebracht. Ursprünglich war für die Wand eine Spachteltechnik gedacht oder geplant, wie wir sie auch in der Küche haben. Nur so ein bisschen heller vom Farbton. Allerdings mussten wir jetzt in den 2 Jahren, die wir hier wohnen, schon feststellen, dass dieses Material halt relativ anfällig ist. Und gerade hier im Treppenhaus, wo man ja vielleicht auch mal ja dran fasst, gerade wenn vielleicht ältere Leute die Treppe hoch und runter gehen, die sich abstützen oder was auch immer, wenn man vielleicht beim Hoch- und Runtertragen von irgendwelchen Sachen da mal blöd drankommt, dann wäre es einfach ärgerlich, wenn es halt nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon nicht mehr so schön ist, weil man das wohl auch nicht so ganz easy wieder ausbessern kann. Und deswegen überlegen wir hier alternativ, ob wir so einen Beton-Look nehmen. Finde ich auch sehr geil, sieht vor allem im Großen, also auf großer Fläche, sehr cool aus. Der Maler hat uns da ein paar Bilder gezeigt und es ist ja wirklich eine Riesenwand. Ne? Also es geht ja bis da oben hin und dann auch bis da ganz rüber. Aktuell ist das nur die Grundierung, das Grau. Ja, das ist jetzt also die Frage, ob wir das so nehmen oder was wir machen. Wir finden es eigentlich ganz cool, aber ihr könnt ja mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euer Feedback zu unserer Bautreppe so ausfällt. Wir sind nach wie vor, es sind schon wieder so ein paar Wochen vergangen, sehr zufrieden. Lasst also auf jeden Fall mal einen Kommentar da und sehr gerne auch einen Daumen, ein Abo, aktiviert die Glocke, was auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.